Ein neuer Tag, ein neues Glück hier in Stormworks. Wie sieht's Wetter aus? Oh. Naja, nieselt ein bisschen, aber ansonsten fast blauer Himmel. Bisschen windig, mein Gott. Das ist genau der richtige Tag, um einen Helikopter zu fliegen, habe ich mir gedacht. Ja, ich hab was vorbereitet. Da kriegen wir schon die erste Mission. A small boat, nee, das machen wir jetzt nicht. At an exact known, wobei, warte mal, wo ist denn die Position? Eine exakte Position. Exakte Position ist immer eine tolle Sache, muss man die suchen. Wo soll die sein? Sieht aber nicht sehr exakt aus. Egal, machen wir jetzt nicht. Und zwar habe ich heute zwei Sachen vor. Einmal habe ich ein bisschen mit dem Helikopter rumprobiert, ohne mir ein Tutorial anzugucken. Das ist ein Desaster geworden. Ich zeige euch mal, was es gibt. Und der ist auch noch nicht ganz fertig. Aber eine zweite Sache wollte ich auch noch ausprobieren, bevor wir uns mit dem Helikopter befassen. Und zwar habt ihr mir zu meinem aktuellen Bötchen noch ein paar Sachen geschrieben. Da ist der Helikopter. Das aktuelle Bötchen, und zwar sind da mehrere Sachen, die interessant sind, die man da mal ändern könnte, und zwar folgende. Zum einen ist das natürlich, also sagen wir mal, im Moment spiele ich ja die Kampagne nicht durch, im Moment fange ich die Kampagne immer neu an, lasse es zu einem Desaster kommen und dann spawne ich einfach neu. Das ist natürlich dann nachher nicht mehr sinnvoll machbar, wenn ich dann mal versuchen sollte, die Kampagne durchzuziehen. Und das Boot hier ist nicht auftankbar. Das heißt, das Erste, was ich gerne machen würde, ist das Boot so weit verändern, dass es auftankbar ist. Und dafür müssen wir diesen Tank hier ein bisschen modifizieren. Dieser Tank hat ja im Moment einen Ausgang, der geht in den Motor. Und das ändern wir jetzt mal. Das heißt, ich nehme mal ganz kurz den Tank. Ich nehme mal ganz kurz hier die ganzen Anschlüsse weg, so. Nehme auch den Tank weg und baue den Tank mal neu ein. So. Was haben wir gesagt? Wir haben den großen Tank genommen, ne? Jo, bauen den Tank mal ein, schließen den dann nochmal an. Wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Und bauen dann eine, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Irgendwas, kann man das so machen? Ja. Ist das gut? Ne, warte mal, das machen wir mal rückgängig. Das ist natürlich blöd. Geht das, was ich hier gedacht habe? Das sieht so falsch aus. Machen wir es so. So müsste es gehen, ja. So, jetzt schließen wir den Tank nochmal an. Ich habe den jetzt auf die Seite gestellt, damit wir hier an den anderen Tankanschluss rankommen. Und dann gehen wir mal so. Und dann gehen wir mal so. Und dann machen wir das so. Also eine Sache, ich möchte den Tank anschließen. Dann möchte ich etwas umsetzen, was mir der gute Sinus gesagt hat. Der hat gesagt, hey, du kannst die Wasserspritze vorne an deinem Boot, die kannst du viel cooler anschließen, als dass du das mit zwei Hebeln machst, sondern mit der sogenannten Look-X-Look-Y-Methode oder mit den zwei Anschlüssen. Das probiere ich auch mal aus. So, jetzt kommt aber erstmal hier das ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wie ich das mache. So, warte mal, jetzt muss ich hier irgendwo einen Anschluss zu einem Tankstutzen machen. Wo lasse ich denn den Tankstutzen rausgucken? Vielleicht hier hinten oder so? Oder an der Seite? Bin mir nicht sicher. Wo wir das ranflanschen? Komm, wir lassen das hier hinten irgendwo rausgucken beim Auspuff und beim Abgas. So, wop, wop. Wo ist denn der Auspuff und das Abgas? Das ist da. Dann müssen wir das nochmal kurz um die Ecke setzen hier. What the fuck? So. Und so. Ist das richtig? Ja. Jetzt ein bisschen zu mir bitte. Flong. Na komm schon. Ach, da ist ein. Ach, okay, Moment. Müssen wir erstmal ein Stück nach oben gehen. So. Ist aber auch ein Kreuz hier, ne? So, jetzt können wir hier um die Ecke gehen. Und ein bisschen raus, bitte. Genau, so, jetzt geht's. So. Und wo haben wir gesagt? Bin mir nicht ganz sicher, wo wir das jetzt rausgucken lassen. Ich würde mal sagen,
Ich würde mal sagen, vielleicht ist, glaube ich, eine etwas merkwürdige Position für so einen Tankstutzen, aber mein Gott, wird schon irgendwie funktionieren. So. Und jetzt nach oben, hätte ich gesagt. So. Und jetzt oben raus. Sieht es gut aus? Das sieht natürlich nicht gut aus. Jetzt guckt, na gut, dann nehmen wir halt den weg. Mein Gott, dann guckt er halt ein bisschen nach vorne raus. So. Jetzt brauchen wir noch kurz einen stinknormalen Block, damit wir das Loch wieder zumachen können. Ist das ein normaler Block? Ja. Machen wir den mal zu. So, und jetzt kommt die schwierige Sache. Jetzt brauche ich so eine, keine Ahnung, wie das heißt, eine Nozzle. Eine Nozzle, irgendwas mit Fuel. Nee. Fluid. Sieht auch nicht gut aus, weil es hat Fluid Connector. Can be used to transfer fluid between vehicles. Nee. Nee, das ist nicht das Richtige, oder? Wenn ich bloß wüsste. Piston. Ich brauche kein Piston. Propulsion Specialist Equipment. Was ist Specialist Equipment hier? Was ist das hier? Das ist doch Hose, ist doch Schlauch, oder? Fluid Hose Anchor. Da, an Anchor Point for a basic draw a rope. Nee, Rope, Logic Link between two fluid hose anchors to form a hose. Limited to. Ich würde sagen, das ist es. Bin mir nicht sicher. Na, so. Um das jetzt auszuprobieren, mache ich mal Folgendes. Ich wähle den Tank aus und mache den mal absichtlich ein bisschen leer, 57%. So. Sage jetzt mal speichern. Ja. Und sage jetzt mal spawn. So, da schwimmt das. Und jetzt habe ich ja hier schon mal dran rumgefummelt. Und das sieht nämlich genauso aus. Fluid Hose Anchor. So, pass auf. Jetzt. Wie lang ist denn der Schlauch? Hui! Ah! Und, how does this supposed to work? Ah, nenn nicht ins Wasser fallen. So, jetzt haben wir das Ding da angeschlossen. Und nun, wie kriegen wir das jetzt? Moment, ich hab's gleich. Ja, komm, 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 komm. So, auf. So, da ist jetzt im Moment 4588 Liter sind hier drinne. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, nee, da drauf. Nee, ich pumpe jetzt, glaube ich, raus. Ich muss aber. Pumpe ich jetzt raus oder rein? Pump out, pump in. So. Pump doch mal in. Es wird immer mehr. Ich habe so den Verdacht, ich fülle hier den Pumpe gerade den Treibstoff ab. Ich fürchte, ich pumpe gerade den Pumping in. Pumping out. Kann es sein, dass ich an den falschen angeschlossen habe? Ich glaube, ich habe an den falschen angeschlossen. Ja, ich glaube, ich habe an den falschen angeschlossen. Gib mir mal das Ding hier. Gib mir mal die Nozzle. So. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. So, jetzt können wir, jetzt pumpen wir nämlich. Okay, verstehe. Ich habe gerade mein Boot leer gepumpt. Das ist natürlich fatal. So, dann müsste er, jetzt müsste er gleich, hier müsste jetzt noch so eine Euro-Anzeige runterticken, wo man sehen kann, also 5 Euro pro halber Liter. So, jetzt hat er das da in der Tat. Cool. Okay. Wie kriege ich jetzt das Ding hier wieder. Kriegt das da wieder ab? Gib mal den Nozzle hier. Fallen wir erstmal wieder rein. Okay, also das hat schon mal funktioniert. Das ist ja schon mal eine nette Sache.
Kann man das da wieder reinpacken da unten? So, kann man tatsächlich machen. Also merke, das da ist zum Rauspumpen, das ist zum Reinpumpen. Vielleicht sollten wir hier auch einfach mal. Zum Glück ist da ein Ventil dran und ich drücke hier nicht drauf und das Treibstoff spritzt hier raus. Das wäre natürlich. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man in die Spritze Diesel reinfüllt und dann mit einem Feuer bespritzt. Das hätte mich jetzt auch noch. Aber gut, das probieren wir dann an. Was ist da drin? Jet-Treibstoff. Ne? Das ist vielleicht. Was passiert, wenn man versucht, eine Diesel-Engine mit Jet-Treibstoff zu betreiben? Das werden wir auch noch ausprobieren. Was ist denn das hier? Minerals? Verstehe ich nicht. Egal. So, also wir haben einen Tankstutzen. Das ist ja schon mal ganz gut. Der ist an einer etwas merkwürdigen Stelle untergebracht, aber ich denke mal, das ist okay. Wir haben einen Tankstutzen. Jetzt können wir übrigens unseren. Wir haben zwei Sachen jetzt vergessen. Und zwar müssen wir jetzt einmal unseren Treibstofftank wieder voll machen, sonst fahren wir irgendwann ohne los. Das ist natürlich blöd. Und zweitens müssen wir. Was garantiert nicht funktioniert jetzt, hier unseren Treibstofftank noch befüllen. Genau. Also nicht befüllen. Wo ist denn, ist das hier der Tank-Content? Und der muss noch. So, das ist alles wieder in Ordnung. Wir speichern kurz. Speichern. Das Boot hat jetzt eine Nozzle. Und jetzt hat mir der gute Sinus erklärt, Mensch Fleck, statt diese Wasserspritze mit diesen zwei Hebeln zu steuern, was ja irgendwie nur so pseudogut geklappt hat, nimmst du einfach die zwei Anschlüsse an dem Sitz hier. Gucken wir mal nach. Und da wäre ein Look Y, Look X oder so, hat er gesagt. Was sind denn überhaupt hier die Anschlüsse da? Ne, das sind die Hotkeys. Das ist nee, so was ganz anderes. Was ist da? Look Y, Look X. So, pass auf. Jetzt geht's los. Jetzt löschen wir mal diese Dinger hier. Die brauchen wir nämlich theoretisch nicht. Und sagen, was hat er gesagt? Look Y. Warte mal, was sind denn das hier? Das ist Swivel und das ist Pitch. Warte mal, Pitch ist Y. Y muss an die Pitch dran. Dann muss X an die Swivel. Ja, so, oder? Speichern kurz. So, und jetzt müsste, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste jetzt, wenn ich in dem Sitz sitze. Seht ihr, es funktioniert. Warte mal, Moment. Sieht man das so ein bisschen? Der Effekt ist leider nicht so groß. Wenn ich die Maus mit X und Y hin und her, er sprüht quasi in die Richtung, wo ich hingucke, aber leider ist der Effekt. Warte mal, ich probiere das mal aus. Leider ist der Effekt ein bisschen mau. Mal kurz den Motor, hoppala, den Pumpenmotor anschmeißen. Das muss ich auch noch von draußen nach innen verlegen. Das sieht total bescheuert aus hier draußen. Und ich muss den Motor noch ein bisschen pimpen, weil. So, jetzt pumpt er. Ja, doch, ihr seht, ne? Er macht schon ein bisschen, aber. Der Effekt ist viel zu gering. Warte mal, kann man das. Moment, ich habe da eine Idee. Kann man das forcieren? Kann man das mit so einem Funktionsgenerator, also kann man den Effekt multiplyen? Probier das mal, ja. Und zwar passt auf, wir machen Folgendes. Wir setzen so einen Funktionsgenerator. Nee, nicht trigonometrisch, sondern Funktion. Das ist nur so eine Idee von mir. Und sagen. Moment, was müssen wir denn machen? Erstmal stellen wir ihn ein. Wir sagen, wir verdoppeln den Effekt mal. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann. Das heißt, x mal 2. Wir verdoppeln den Effekt mal, ja, diesen Bewegungseffekt. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ob das so. Er müsste ja ein. Ja, wir probieren es mal. Also, wir gehen mal.
daran und gehen mal daran. Die sollen ja beide. Ne, da muss ich zwei setzen. Okay, muss ich zwei Funktionsgeneratoren setzen. Gut, gut, gut. Hm, geht nicht mit. Geht nicht mit einem. Das ist der Look Y. Das heißt, wir müssen den mal kurz killen. So, das ist ja Look Y, der geht an den Funktionsgenerator. Der Funktionsgenerator geht jetzt an Pitch. So, jetzt setzen wir noch einen Funktionsgenerator. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was da für ein Wert rausgegeben wird. Da müsste ja eine Zahl rausgegeben werden, oder? Outputs the character's look direction. Ja, ist die Frage, was da ausgeputtet wird. Also was da für eine. Es ist ja eine Number. Und wenn ich die mal 2 nehme, müsste der Effekt doppelt so groß sein. Also es müsste schon gehen. Oder? So, dasselbe machen wir jetzt für X. Weil ich will den Effekt halt ein bisschen größer haben, ne? Das ist Look X. Und dann gehen wir hier ran. Und gehen von da an Swivel ran und müssen den aber auch noch mal, der ist ja schon auf mal 2 gesetzt, jetzt müssen wir den noch auf mal 2 setzen. X mal 2. Das ist nur so eine fixe Idee. Ich guck mal, ob das funktioniert. So. Lass mal gucken, ob der Swivel-Effekt jetzt doppelt so groß ist. Oh ja. Ja. Könnte sogar noch ein bisschen stärker sein. Oder? Könnte sogar fast mal 3 nehmen. Komm, das machen wir hier, das funktioniert. Der kann ruhig noch ein bisschen stärker sein. Ich übertreibe mal, ich nehme mal 4. Nehmen wir mal 4. Das ist wahrscheinlich dann zu stark. Mal 4. Speichern. Laden. Und dann haben wir so einen richtigen, wie in so einem Apache-Kampfhubschrauber, dahin, wo der Pilot hinguckt. Da geht die Wasserspritze hin. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Motor an. Also Pumpenmotor an. Er sprudelt. Extrem cool. Extrem cool. Und das ist jetzt auch fein genug, dass man das. Sehr cool. Ja, ja, ja. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh. Das ist ja. Da kann man auch. Es gibt ja Waffen, da könnte man jetzt auch. Nein, nein, das machst du nicht. Hör auf. Fixe Ideen zu haben. Es funktioniert, es funktioniert. Ich liebe es. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Toll, oder? So, das war eigentlich nicht das, was ich heute machen wollte. Andererseits hat es dann trotzdem ziemlich gut. Danke, super, danke für diesen Tipp, lieber Sinus. Mit dem Look X, Look Y, das war natürlich eine glorreiche Sache. Ja, das lassen wir erstmal so. Und jetzt zeige ich euch das andere Ding. Ach, an dem Boot werden wir weiterbauen. Das Boot ist zwar irrsinnig teuer. Was kostet denn das Boot im Moment? Haben wir irgendwo mal eine Info, was so ein Ding kostet? Da, knapp 17.000 ist natürlich eine Hausnummer. Aber das müssen wir alles noch schöner bauen und malen und ein bisschen drumrum bauen. Vielleicht setze ich die Spritze auch, wie der Sinus gesagt hat, hier oben drauf. Ich weiß es nicht. Allerdings gefällt sie mir hier unten ganz gut. Dann können wir halt im 180-Grad-Bogen nach vorne sprühen. Das ist eigentlich okay, denke ich. Andererseits, da könnte man auch mit so einer Kamera, ne? Was ich auch noch gesehen habe, ich habe Ideen über Ideen. Wir könnten jetzt natürlich auch eine kleine Kamera vorne draufsetzen. Was ist denn das hier? Eine gegimbelte Kamera. Also eine Kamera, das frage ich. Ich hab jetzt so fixe Ideen. Nein, machst du jetzt nicht. Da eine Kamera raufsetzen und dann durch den Bildschirm gucken. Gibt's einen Screen?
Was ist ein Bildschirm? Bildschirm ist, ich hätte gesagt Screen. Nee, keine Ahnung. Irgendwo gibt es sicherlich Bildschirm oder Display. Ist das hier so ein Monitor? Na bitte. Videoscreen displays Videodata. Ich denke mal, da könnte man dann so eine Videofeed von der Kamera vorne auf dem Ding und dann, ja, da könnte man einiges. Aber ja, das ist, ihr merkt, ne? Ich habe da, also da habe ich noch ein paar Ideen. Gehen wir mal kurz hier raus, lassen das Boot mal Boot sein. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie viel Geld habe ich denn gerade? Steht das da 20.000? Ach, das ist cool, wenn man das. Das wusste ich aber auch nicht. Wenn man das Boot wegspawnt, dann hat man das Geld wieder. Ja, verstehe. Man braucht immer nur das Geld, was man gerade. Das ist ja natürlich geil. Man braucht nur das Geld, was man gerade braucht. Okay, auch wieder eine Erkenntnis. Und zwar habe ich in der Abwesenheit Folgendes gebaut. Ich weiß nicht, ob man das etwas nennen kann. Das da. Das ist pottenhässlich. Aber es macht erstmal das, wonach es aussieht. Das Ding hier dreht sich und dann hebt es ab. Allerdings, ich kann es ja mal kurz zeigen. Ja, ich zeige es mal. Ich habe noch keinen Heckrotor, also wir haben noch keinen Drehimpulsausgleich und wir haben, mein Gott, wir haben vieles nicht. Aber es macht erstmal das, was es soll. Es geht nämlich nach oben, auch wenn es sich dabei wahnsinnig um die eigene Achse dreht. Wir spawnen das mal. Warum hat es sich jetzt schon gedreht? Wir wissen es nicht. So, passt auf. Ganz stupides Srottel. Srottel und komm, wir Srottel. Warte mal, wir müssen das Ding erstmal anmachen. Warte mal, wie ging das an? Hat mich gerade der Rotor. Ich glaube, ich hab. Was ist das für ein Spiel? Mich hat gerade der Rotor zerfetzt. Ich wollte aussteigen, um das Ding allein abheben zu lassen. Da hat's den. Das ist ja unglaublich. Dann hat's den. Da hat mich der Rotor zerlegt. Okay. Dann machen wir das anders. Warum hat mich überhaupt der Motor zerlegt? Ich habe doch gar kein Gas gegeben. Egal, das sind alles so Fragen, die. Das ist ja unglaublich. Ich muss sagen, ich liebe diese Detailverliebtheit von dem Spielchen. Also, ich meine, bei einem normalen Bau- und Bastelspiel würde der Rotor. Da würde der einfach, was weiß ich, entweder kollisionslos oder man wäre unverwundbar oder der wäre kollisionslos. Aber ich finde das geil, dass. Naja, das ist halt wie im echten Leben, ne? Da musst du auch aufpassen, dass du die Leute nicht zerlegst, die du retten möchtest. So, pass auf. Ich will das Ding ja zeigen. Und deswegen muss ich ja. Da ist schon wieder ein Old Wagon has an emergency without an. Yes. So. Hat er sich erstmal zerfranst. So, damit das Ding funktioniert, baue ich mal da kurz einen Knopf dran. Ich muss halt, Moment, Button Push. Oder ne, machen wir mal Toggle Button? Ne, Push. Machen wir mal Push Button. So, Push Button, ne? Hier hin. So, hier hin. So, und jetzt sagen wir mal, ich will das Ding einfach mal alleine abheben lassen. Ich habe mir übrigens noch so wirre Ideen, wie man könnte ja vielleicht ein selbstfahrendes oder selbstfliegendes Vehikel bauen. Das wäre so, das wäre also mit einem entsprechenden Schaltkreis. Aber das sind noch so, das ist noch Sachen, die sind weit entfernt. So, jetzt verbinden wir dieses Ding mit dem Starter. So. Und jetzt können wir mal sagen, spawn mal kurz. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Ding starten kann, ohne dass es mich zerfranst. Pass auf. Wir schalten den mal nach vorne. Das ist die Throttle. Gehe einfach mal auf Full Power und sage. Ihr seht, ja?
Es ist unterwegs zur Venus. Und das ist auch gut so. Aber ihr seht, ne, das Problem, also wir müssen das nochmal neu laden. Das Problem, also das ist natürlich nur die erste Iteration. So, was ich jetzt gesehen habe, also wir haben an diesem Rotor, ich zeige das mal kurz, an diesem Rotor haben wir drei Anschlüsse, nämlich Pitch, Roll und Collective. Was ich mir jetzt frage, kann man da mal so eine Blade Pitch Positive, Four Blades, boah, kann auch, cool. Krassomat, wie viel kann man da bauen? Acht, okay, acht ist Maximum. Kann man auch zwei nehmen? Ja. Also man hat mehrere Anschlüsse und diese Anschlüsse und man hat hier unten auch ein Collective Standard Value Between the Desired Pitch Amount. Also Collective ist doch eigentlich der Anstellwinkel dieser Blades hier, oder? Und jetzt frage ich mich, ich will ja einen Rotationsausgleich haben. Das heißt, ich will ja, wenn sich das, also so ganz, ganz kurz erzählt, wenn sich der Hauptrotor dreht, dreht sich natürlich das untere Ding, also das Vehikel in die entgegengesetzte Richtung. Und das ist natürlich ein Problem. Und deswegen gibt es zwei Methoden. Man hat entweder man hat hier hinten am Heck oder von mir aus auch am Front irgendwo jedenfalls ein rotierendes Gegenstück, womit man einen Drehimpulsausgleich vonstatten bringt. Und ja, das kann um die Längsachse, um die Querachse rotieren, das kann ein Rotor sein, also ein Propeller, das kann auch einfach nur eine rotierende Masse sein. Auf jeden Fall braucht man einen Drehimpulsausgleich. Oder aber man macht das wie die Russen, man baut einen Helikopter, der zwei Rotorblätter hat, wo einer sich quasi in die entgegengesetzte Richtung dreht. Jetzt frage ich mich, ob das Ding hier geht. Blade, positiv. Neutral. Ah, neutral ist natürlich auch cool. Wenn das erstmal neutral ist. Dann könnte man natürlich, dann dürfte er nicht abheben. Ich probiere das mal kurz. So, ich habe ihn jetzt neutral eingestellt. So, das heißt, er dürfte eigentlich nicht sonderlich abheben. Er dürfte sich zwar um seine eigene Achse. Ach, jetzt habe ich das. Okay. Moment. Jetzt müssen wir da noch einen Knopf hinhauen. Den Knopf habe ich gerade mal komplett. Ich will nur mal gucken, ob er dann noch funktioniert. Also. Bei den Autos kann man sagen, ich habe mir mal, also bei den Motoren habe ich gesagt, ich habe mir mal ein Tutorial angeguckt, ich habe mir ja noch kein einziges Video, noch nicht mal ansatzweise eine Idee von einem Helikopter angeguckt. Ich weiß theoretisch, wie ein Helikopter funktioniert, was im Leben nicht heißt, dass ich in der Lage bin, praktisch einen zu bauen. Und deswegen ist das hier alles Learning by Doing. Oder der Starter da hinten. Ja. So, pass auf, jetzt speichern wir das Ding mal kurz. Ich will jetzt nur mal gucken, was passiert, wenn man. Jetzt haben wir die auf neutral eingestellt, also das ist kein Pitch. Das heißt, das Ding müsste erstmal gar nicht fliegen, sondern müsste auf der Stelle rotieren. Hätte ich jetzt gesagt. Oder aber ich habe was verplant, das kann natürlich sein. So, pass auf, wir stellen das Ding mal auf irgendwas und sagen mal hier. Ja. Ja. Das war korrekt, die Annahme. So, und wenn ich jetzt einsteige, dann. So, wenn ich jetzt einsteige, dann schöne Puffwolken macht er. Und die Collective gebe, dann müsste er, also die an den Anstellwinkel, den Pitch verändere, dann müsste er abheben. Oder? Hätte ich gesagt. Wollen wir das mal probieren? Jetzt weiß ich nur nicht, was ich die Collective gesetzt habe. Ich sitze jetzt. Ich setze mal. Ja, ich habe jetzt die Collective hochgesetzt und jetzt hebt er auch irgendwie ab. Wo bin ich? Alles gut. So, also es hat irgendwie funktioniert. Ich habe die Rotoren abgehauen. Okay, jetzt brauchen wir natürlich etwas, was ausgleicht. Also was den, also
wer sich fragt, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich zeige es kurz. Ich hatte hier auf den Sitz Folgendes gesetzt. Ich hatte die Collective gesetzt auf, genau, auf die Pfeile Up and Down. Ja, auf die Cursor-Pfeile. Und da habe ich die Collective einfach auf den Pfeil nach oben gesetzt. Und da habe ich drauf gedrückt und deswegen hat er dann abgehoben. Und dann hat er natürlich angefangen, wie ein Bekloppter, um die eigene Achse zu rotieren. So, was wir jetzt brauchen, ist ein Rotor, der quasi entgegengesetzt rotiert. Und diese, also, geht das? Nee, ne? Das kann man, glaube ich, nicht bauen. Da müsste man einen anderen Motor bauen, ne? Ja, ich habe auch schon eine Idee, ne? Man müsste einen anderen Motor bauen und dann müsste das Collective in die andere Richtung drehen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit, ich baue einfach einen Heckrotor hier hinten dran. Das probiere ich jetzt einfach mal. Und lasse den einfach, also wie beim klassischen Hubschrauber, ne? Und, so. Hübscher kleiner Heckrotor. Und damit der ungefähr um die eigene Achse rotiert, machen wir den genau auf Höhe des Schwerpunkts. Jetzt ist der Schwerpunkt etwas weiter da. Jetzt müssten wir den Schwerpunkt hier ein bisschen hinsetzen. Das können wir gleich machen. Aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Jetzt brauchen wir erstmal ein... Jetzt müssen wir erstmal den Motor... Hier müssen wir ein bisschen etwas Leistung abzweigen und nach hinten klappen. Dann brauchen wir einen kleinen Heckrotor. Das wird jetzt ein bisschen abenteuerlich. Pipe. Wir brauchen eine Straight Pipe. Und wir brauchen eine geangled Pipe. So. Und jetzt vor allem brauchen wir ein T-Stück, du Nase. So. So, jetzt haben wir alles. So, jetzt nagen wir hier mal kurz ein Stück raus. Moment, wo ist mein... Da. Jetzt nagen wir hier mal kurz ein Stück raus. Setzen da ein T-Pipe rein. Hoppala. Na? Na, so. Und jetzt sagen wir, okay, einen nach oben und ein bisschen zur Seite, also nach hinten. So, ist total... Wer übrigens schuld daran ist, dass ich jetzt komplett planlos hier anfange, einen Helikopter zu bauen, das ist der gute Swoop, der hat gesagt, hey, bau mal was Fliegendes. Da habe ich mich dann kaputt gelacht und gesagt, okay, wenn du meinst. Ich habe ihm aber auch gesagt, ich habe ein bisschen Angst davor, etwas Fliegendes zu bauen. Aber andererseits, komm, kann schon nicht so schwer sein. So, so. Auf welcher Höhe wollte ich den ungefähr da? Ich habe es gleich. So. Und jetzt so. Nein, andere Richtung, nicht in den Benzintank. So. Und jetzt brauchen wir einen, was brauchen wir? Einen Rotor, ne? Rotor. Ne, Rotor eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir einen... Da steht doch schon, ein Tail-Rotor. A basic helicopter tail rotor. Standard number input allows you to control how much force the rotor generates. So, lass mal kurz gucken. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der... Ich weiß schon gar nicht, ob der auf die Seite oder auf die Seite muss, weil... Ja, wobei, können wir ja einstellen. Nee, können wir eigentlich nicht einstellen. So, pass auf. Warte, Moment, ich hab's gleich. Wo ist denn hier die... Ich muss mal kurz hier... Was ist angled? Enclosed? Angled. Da ist das Ding. Okay, was im Moment. Erase. Raus da. Angled. Das ist doch nicht angled, oder? Nee. Das ist straight. Das müsste angeblich angled sein, aber wo ist das angled? Ah, da ist es angled. Okay, so. Und jetzt nehmen wir das Rotörchen und sagen wupf. Und dann hackt er mir hier diese Standbeine ab. Beziehungsweise hackt mir nicht nur die Standbeine ab, der hackt mir komplett... Also okay, nochmal... Guckt auf, der steht auf dem Boden. Das ist einmal das Problem. So. Was baust du da für ein hässliches Exemplar? Das ist gar nicht hässlich, das ist total schön. Habe ich schon erwähnt, dass der Swoop schuld ist?
Das sieht ja auch total scheiße aus, weil wie gesagt, wir müssten ja da freikriegen, sonst fräst er mir das Ding ja weg hier. So, pass auf, weg, das muss weg, das muss weg. So. So. Das wird jetzt durch den Motor gehalten, ist vollkommen in Ordnung. Jetzt hier ran. Ach nee, das muss auch frei bleiben. Hier, dann. Dann so. So. Und jetzt ein bisschen auf dem Boden. Noch ein. So. Es wirkt total glaubwürdig, mein Freund. Es wirkt total glaubwürdig. So, einen noch. So. Guck mal, das ist schon, sieht doch schon aus wie ein Helikopter, wenn man sich das Chassis drumherum denkt, ne? So, jetzt brauchen wir hier vorne, wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt ist die Frage. Ich probiere es erstmal aus, wartet mal. Jetzt müssen wir das Ding noch starten? Ne, das kriegt ja schon volle Power. Ich probiere es mal aus, pass auf. Spawn. Ja, das wirkt total glaubwürdig. So, Moment, hab's gleich. Warum hat denn der keinen Saft hier? Warum gibt es denn hier keine Power? Warum hat denn der keinen. Hier, da kommt gar kein Saft raus. Warum nicht? Der kriegt Power, warum der nicht? Sieht ja schon mal gut aus, aber der Heckrotor dreht sich nicht. So, warum dreht sich der Heckrotor nicht? Müsste eigentlich, also er müsste sich ja eigentlich. Hoppala, jetzt bin ich rausgetappt. Moment, ich hab's gleich wieder. So, da sind wir wieder. Was ist denn das? Jaw. Was mich irritiert, er hat halt. Ich nehme den noch ganz weg hier. Ich nehme den noch mal kurz weg. Bau den noch mal dran. Ich will mal kurz gucken, ob der überhaupt. Ach, guck mal, der hat nämlich den Anschluss an einer anderen Stelle. Ja. Seht ihr das, ja? Also, der hat den Anschluss an einer komplett anderen Stelle. Den setzt man nicht da drauf. Okay, das ist natürlich ein Argument. So, das heißt, war das jetzt richtig? So. Ey, warum? Ach so, weil. Ja, wartet, wartet. Idee. Jetzt ist der Tank im Weg. Du scheiß Tank. Scheiß Tank. Wie kriegen wir den Tank da jetzt weg? Den Tank kriegen wir weg. Den kriegen wir eigentlich gar nicht weg. Och, jetzt. So, passt auf. Tup, tup. Tup, tup. So, jetzt? Fragezeichen. Besser, oder? Hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Immer noch nicht. Ist immer noch was im Weg. Ist immer noch was im Weg. Es wirkt total glaubwürdig, was du hier baust. Zack, zack. Jetzt aber. Komm. Sitz jetzt. So. Jetzt. So. Ausprobieren. Ja, da, hoppala. Schau dir doch ein Tutorial an. Na halt. Ja, also die gute Nachricht ist schon mal, das Ding rotiert.
Wollen wir mal einfach mal testweise, das ist eine blöde Idee. Warte mal, ich speichere das Ding erstmal. jetzt bräuchten wir eine Jaw Pitch Control, ne? Also eine Drehcontrol. Eine rauf, runter, eine Drehcontrol. Wie machen wir denn das? Moment. und zwar, was habe ich denn an das doofe Ding hier angeschlossen? Ich habe hier viele Teile. Also was ich noch nicht angeschlossen habe, ist Hotkey 4. Hotkey 1 und 2 habe ich, glaube ich, angeschlossen. Was ist das? Das ist Hotkey 5. Das ist Hotkey 2. Das ist Hotkey 1. Hotkey 2 setzen wir mal auf Hotkey 1. Das ist nämlich... Hotkey 2 ist nämlich hier der... Ist nämlich der Fan. Den müssen wir mal... Den setzen wir auf Hotkey 1, so. Und den nehmen wir dann, Hotkey 2, nehmen wir mal raus. So, was haben wir noch angeschlossen? Wir haben angeschlossen A und D. A und D, also habe ich auf die Roll-Achse angeschlossen. Dann lassen wir auch mal. Wir haben angeschlossen W und S auf die Pitch-Achse. Und dann haben wir die Throttle haben wir angeschlossen. Okay. Axis 4, Up and Down. Wo ist denn Left und Right? Da ist Left und Right. Und dieses Left und Right, das schließe ich mal an den da an. So, jetzt speichern. Und jetzt kommt's, Freunde. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Oh, Cliffhanger.